Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe von den Vielflieger News. Ich hoffe, ihr habt den Schock verarbeitet, dass bei den Meilenschnäppchen nur Mexiko-Stadt dabei war und dass es nicht die 25.000 Meilen waren, sondern 70.000, glaube ich. Aber schaut euch die Sendung an, wer sie nicht geschaut habt. Ansonsten haben wir heute auch nochmal Meilenmittwoch am 1. Mai, auch an einem Feiertag. Da haben wir auch einige Deals. Wir haben einen Deal mit ETH zum Beispiel drin, solltet ihr auch schauen. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und einen Kommentar und so weiter dazulassen. Aber vielleicht sollte ich die Themen von heute einfach mal nennen. Und zwar Lufthansa ist der Meinung, dass der Deal in trockenen Tüchern ist mit der ITA im Sommer. Wir haben dann weiter so eine Passive-Aggressive-Gewerkschaft bei den amerikanischen, bei American Airlines. Die geben Hinweise, was die nicht tun sollen. Was aber gleichzeitig eine Aufforderung ist, vielleicht das zu tun. Dann die Eurowings-Piloten bekommen mehr Gehalt. Wir haben dann Carsten S. aus M., der Boeing Hinweise gibt. Und dann gibt es auch einen Hinweis, wann die AOCs, also das, wohin die Flugzeuge, die 737 MAX, die Lufthansa bestellt hat, hingehen. Und wir haben Datenprobleme bei Qantas. Und dann denke ich mal, die EU sollte mal auf die Kompensation schauen. Und das tun sie auch. Heißt also, wer CO2-Reduktion verspricht, der muss das auch leisten. Da will man mit den Verbraucherschützern genauer drauf gucken, beziehungsweise die Verbraucherschützer haben die EU darauf hingewiesen, die sollen mal genau drauf schauen. Aber jetzt können wir direkt mit dem ersten Thema starten, nachdem ihr den Kanal abonniert habt. Nein, wir haben Stammtisch. Ich werde auch wieder den Link unten reintun für Hamburg, Berlin und Frankfurt, aber nicht in der Reihenfolge. Ich glaube, zuerst ist Frankfurt, dann ist Hamburg, dann ist Berlin. Und ich würde mich freuen, euch zu sehen. Bei sonstigen Sorgen, Ängsten und Nöten natürlich sagt Bescheid. Gut, jetzt können wir loslegen, sind ja auch 2 Minuten. Und zwar Lufthansa sagt, dass das mit der ITA innerhalb des Sommers in trockenen Tüchern ist. Heißt also, dass man dort davon ausgeht, dass man dann eine Einigung innerhalb der roten Linien gefunden hat. Nachdem EasyJet ja jetzt so ein bisschen Schützenhilfe geht, ist Carsten Spohr, hatte gesagt, dass er positiv ist und Lösungen in den roten Linien ganz klar im Sommer sieht. Hohe und schwierige Aufgaben erschweren die europäische Luftfahrt. Das ist halt so. Und man denkt, dass man die Beratung mit der EU-Kommission eingeschaltet hat, also dass Carsten S. aus M. sich da eingeschaltet hat, dass das besser wird. Das denke ich auch. Und Lufthansa kann nur noch bis zum 6. Mai neue Zugeständnisse an Wettbewerber machen. Heißt also, man kann von Frankfurt das aus dann beeinflussen. Weil dann ist es so, dass der Stichtag der Entscheidung der Kommission ist jetzt nicht mehr der 6. Juni, sondern der 13. Juni. Also noch ein bisschen nach hinten gewandert. Und dann kommt da was. Um jeden Preis will Lufthansa den Deal nicht in Brüssel durchbringen. Natürlich nicht, das müssen sie sagen, weil sonst Brüssel sagt, take or leave it. Und das ist halt wie immer eine Verhandlung. Aber wie gesagt, im Sommer soll es so sein. Ich bin mal da etwas lustig. Gut, schauen wir uns das Thema an, wenn es soweit gegessen ist. Die Frage des Tages, die ich dazu habe, ist, glaubt ihr dran, dass das mit dem ITA-Thema zumindest für die erste Tranche in trockenen Tüchern ist? Und ob wir dann bei ITA mit der Lufthansa Hon Circle Karte oder der Senator Karte wählen können und sagen können, ich bin Hon, lasst mich durch. Ich bin mal gespannt, ob es was bringt oder ob wir vielleicht mit dem Sky-Team aus Skandinavien noch früher drankommen, was ja im September über die Bühne läuft. Und ja, aber Meilenmittwoch, schaut euch an, da gibt es auch noch ein Status-Match. Wer Eurobonus Gold hat, kann da zu den Freunden von Finnair transferieren. Ich sage euch die Bedingungen. Wir haben jetzt noch die lustigen Worte von Carsten S. aus M., der nach Seattle, eigentlich gibt er ja nach Chicago und dann weiter nach Arlington seine Ratschläge an Boeing. Und da haben wir auch schon direkt das Thema, ach nee, ich habe die, ach, habe ich die, nee, das ist das Thema, was ich vorgeschlagen habe. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Und zwar Verwirrung am frühen 1. Mai, aber ihr wisst ja, hier in der Pushta in Finnland ist es sehr ruhig, deshalb geht es weiter. Und zwar geht es auch darum, direkt was Carsten S. da dann nach Seattle schicken möchte, und zwar, dass der Vorstand nach Seattle wieder geht, dass man dort was macht. Denn David Calhoun
sagt ja bye-bye, winke-winke, kommt jemand Neues und Carsten S. sagt, man sollte wieder nach Seattle gehen. Denn in dem ehemaligen Bootsschuppen in Seattle, wo Boeing und der Ingenieur George Conrad Westervelt 1916 das B&W Seaplane gebaut haben, oder Model One, wie es dann bei Boeing hieß, da ist halt die ganze Kompetenz und da sind auch die meisten Probleme. Und im Jahr 2003, drei Jahre nach der Übernahme von McDonnell Douglas, kam man ja bei Boeing auf die Idee, vielleicht sollten wir nach Chicago. Dann vielleicht sollte man näher an die Regierung, dass man ist man in Arlington, Virginia, das ist nicht weit weg von Washington. Und das Thema haben sie jetzt so, dass sie jetzt sagen, dass man vielleicht zurückkommen sollte aus der Sicht von Carsten S. aus M, Namen der Reaktion bekannt, nicht geändert. Und interessant ist halt wirklich, dass Seattle auch einige Fürsprecher hat, nicht nur Carsten S., sondern auch dort zum Beispiel Michael O'Leary und so weiter und so fort. Also das heißt, dass Seattle da das Thema ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass man, wenn man die Produktion oder wenn man da, wo man halt wirklich das direkte Feedback von den Leuten bekommt, nicht mehr ist, dann wird das alles ein bisschen problematisch. Man kann natürlich eine Sales Division haben, wenn man sagt, man muss an Washington näher dran sein, um da zum Beispiel Dinge zu beeinflussen, wie zum Beispiel politische Regelungen oder aber wenn es um Deals geht, das heißt also um Militärsachen, dass man da schnell reagieren kann. Aber der CEO, ist der dafür nötig? Ich glaube, das reicht, wenn man so wie Lufthansa das macht. Die hat ja in Berlin und in Brüssel haben sie ja auch ihre Cheflobbyisten. Kai, Grüße. In Brüssel ist übrigens CEO von Brussels immer. Also insofern, damit man es weiß. Und reicht das nicht? Und wenn mal Gefahr in Verzug ist, macht es doch so wie Carsten S. aus M. Der fliegt ja dann auch nach Brüssel aus München allerdings, obwohl sein Konzern ist ja in Frankfurt. Also insofern bin ich mal gespannt, ob ihr auch der Meinung seid und was haltet ihr von dem Ratschlag von Carsten S. aus M. an Boeing-Chefetage? Oder sagt ihr, naja, vielleicht sollte das Labour auch so machen und vielleicht auch von Frankfurt aus mehr arbeiten als von München? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Was man in Frankfurt gesagt hat, ist zum Thema Eurowings, Pilotengehälter, auch wenn das natürlich jetzt nicht in Frankfurt entschieden wird, weil Eurowings ja in Köln sitzt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt das Streikrisiko reduziert hat, weil die Vereinigung Cockpits hat sich mit der Eurowings geeinigt. Und da ist es jetzt so, dass man ab dem 1. Januar 2024 Anhebungen hier um 5%, Anfang 25 und 26 auch wieder weitere höhere Gehälter gibt, auch wieder dann 5% jeweils. Sind dann am Ende 15, 5, 5, 5. Wobei es sind ja mehr, weil es sich ja dann kumuliert, wenn er einmal 5 und so weiter. Ihr wisst schon, könnt ihr mathematisch ausrechnen. Die Einigung schafft ein latentes Streikrisiko aus dem Weg und der neue Vertrag hat natürlich eine Laufzeit von 42 Monaten, was für uns, ups, habe ich das Mikro angefasst, sorry dafür, für uns dann natürlich wieder Ruhe bringt. Ich bin da mal gespannt und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Also, die ersten Leute beschweren sich auch, denn vollständig unverständlich ist, was die Vereinigung Cockpit verhandelt hat. Wegfall des Inflationsausgleichs. Wobei aber die 3.000 müssten meiner Meinung nach allen gezahlt werden. Also das war ja gesetzt. Also da sehe ich das nicht so. Und selbst in aktuellen Discover-Bezügen würde man zurückliegen, wo die Disco dann quasi mehr verdient. Hat natürlich dann auch Potenzial, besser als erstmal für 2 Monate. Und liegt aber deutlich unter dem Abschluss auch nur 0,5 über dem sowieso fälligen Inflationsklausel, eigentlich ein eher durchschnittlicher Abzug. Also Abschluss, daran seht ihr, die Leute sind nicht ganz so happy. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Also Gewerkschaften sind ja auch manchmal sehr tricky, ne? Sehen wir ja. Jetzt haben wir etwas aus der Welt Amerikas und das ist etwas, wo ihr sagt, ja, was interessiert mich American Airlines, was interessiert mich da das Thema? Ich finde es einfach nur spannend, was da passiert. Und zwar die Gewerkschaften haben da ja einmal einen auf die Schnauze gekriegt. Und zwar, es gibt ja diese Sick-Outs, gab es ja auch in Deutschland irgendwie mal, ne? Heißt also, dass die Gewerkschaft sagt, na, wenn ihr krank seid und euch nicht gut fühlt, dann bleibt zu Hause. Und damit haben das Personal dann die Fluggesellschaften oder den Arbeitgeber geschwächt, weil man da halt nicht mehr genug Leute hat zum Fliegen, zum Operation. Also damit quasi so eine Art stillen Streik oder wie auch immer, der dann relativ laut ist. Und das ist dann passiert bei der Pilotengewerkschaft in den USA. Die hatte das gemacht und zwar in 99, als die Reno Air übernommen haben. Und da sind die dann verknackt worden zu 40 Millionen US-Dollar Strafe.
an American Airlines, weil das ist das, was American Airlines an Verschulden oder beziehungsweise an verlorenen Einnahmen hatte. Und so ist es halt so, dass man natürlich jetzt da das nicht mehr so macht. Deshalb hat die Gewerkschaft was Lustiges gemacht und deshalb zitiere ich. Und zwar unter dem Railway Labor Act, so heißt das Ding, ist es so, dass man dieses Self-Help, also man darf da nicht selber irgendwelche Maßnahmen machen wie Sick-Out und so weiter. Heißt also, dieses wäre verboten. Dann das nächste ist, dass man dann auch irgendwie Zeiten macht, dass man also keine Überstunden mehr macht. Dass man dann zum Beispiel sagt, dass man die Einnahmenströme der American Airlines stört, indem man zum Beispiel gewisse Sachen nicht mehr macht. Ich weiß nicht, wer bei American Airlines schon mit euch, wer von euch schon mit American Airlines geflogen ist, ob euch aufgefallen ist, dass die da quasi Ryanair-mäßig die Kreditkarten verchecken an Bord. Also das heißt die Anträge. Und das ist im Prinzip Geld. Und das ist halt das Lustige an der Geschichte, dass die Gewerkschaft jetzt halt schreibt, das alles nicht machen und andere Dinge. Aber das ist ja im Prinzip eine Anleitung, weil zum Beispiel dieses Verkaufen von der Kreditkarte oder Anpreisen der Kreditkarte, nenne ich es jetzt einfach mal, ist ja etwas, was die Fluggesellschaft sagt, könnt ihr machen. Also das heißt, wenn man es nicht macht, gibt es da auch keine rechtlichen Konsequenzen, weil es halt nicht in der Arbeitszeit verpflichtender Bestandteil ist. Und solche Sachen gibt die Gewerkschaft dann immer und sagt, nicht machen. Und das machen sie aus rechtlichen Gründen, damit sie da dann nicht mehr haftbar sind. Wie dann damals die 40 Millionen. Aber für die Kabinencrews ist das natürlich eine Anleitung, wie sie sagen, dann mache ich das ja nicht. Also das heißt, man gibt denen eine Blaupause, ohne eine Blaupause zu geben, weil sie halt wirklich von der Gewerkschaft sagen, niemals machen. Fände ich einen lustigen Approach und vor allem, wenn man böse ist, kann man ja auch sagen, American Airlines ist eine Fluggesellschaft, die eigentlich keine Fluggesellschaft ist, sondern ist eigentlich ein Meilenprogramm, was zufällig noch eine Fluggesellschaft betreibt. Und deshalb trifft es diese Kreditkartengeschichten, die ganzen Leute in der Chefetage natürlich hart. Und wer mal wissen will, wie sowas aussieht, hier habe ich ein Bild, da habt ihr es, warte, ich ziehe es mal runter. Da preist man so zum Beispiel die Kreditkarte an, das finde ich halt relativ cool. Das ist halt diese In-Flight-Kreditkarten-Anpreisung. Also ist schon amüsant, wie das dort geregelt ist. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie das bei Lufthansa in Allegris ist. Dass man da dann quasi so ein Lufthansa-Fähnchen drapiert und dann sagt, Lufthansa meistert immer Kreditkarte, wenn ihr die jetzt nehmt, kriegt ihr vierfache Meilen im Ausland. Ist fast so geil wie damals, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, als es noch das Lufthansa Inflight-Magazin gab, wo man hinten die Miles & More-Karte raustrennen konnte mit einer temporären Nummer, um sich da dann anzumelden. Das ist fast genauso geil gewesen. Also hier von euch gerne nochmal Hinweise. Fluggesellschaften versprechen uns ja, dass wir, wenn wir gute Bürger sein wollen, gute Menschen sein wollen, dass wir kompensieren und das dann auch über die Lufthansa tun. Aber es sind ja nicht nur Lufthansa, sondern auch andere Fluggesellschaften, die das machen. Und die EU hat jetzt gesagt, wir gucken uns das an. Und zwar ist das sogenannte Greenwashing. Und Greenwashing ist natürlich problematisch, wenn es halt am Ende des Tages nicht wirklich das bringt, was man sich vorstellt. Und das Problem ist halt, dass die Reisenden eine zusätzliche Gebühr zahlen, um sich quasi freizukaufen. Man kann jetzt da von einem modernen Ablasshandel sprechen. Wer Katholik ist, weiß ja, wie es ging. Wenn man gesündigt hat, kaufte man einen Ablassbrief und damit war man dann auch direkt wieder im Himmel, anstatt in der Hölle. Und das ist so eine ähnliche Geschichte. Und man sagt bei der Kommission, dass man auch darüber besorgt ist, dass man den Begriff nachhaltige Flugkraftstoffe, also Sustainable Aviation Fuel, SAF, verwendet, ohne die Umweltauswirkungen solcher Kraftstoffe zu erläutern. Denn die gibt es nämlich auch. Und auch in dem Zusammenhang grün oder nachhaltig versteht man dann auch nicht in dieser Geschichte. Also man sollte da jetzt innerhalb von 30 Tagen aus den Unternehmen was sagen und sich dazu äußern. Interessant sind auch die Kommentare. Und zwar ist das so, jemand schreibt, man sieht eine super Beschäftigungstherapie für EU-Hampel, also man sieht, dass jemand EU nicht mag, Europa ja, wird gleich noch in der Sendung lustig mit Europa yes. Und da ist es so, dass da die Leute natürlich sagen, dass man da halt eine geteilte Meinung hat zu dem, aber ich bin der tiefsten Überzeugung, wenn wir umweltfreundlicher sein können,
sollten wir es auf jeden Fall tun. Also das ist jetzt nichts, wo ich dann sage, habe ich keinen Vertrag mit. Also insofern gute Geschichten. Wir haben jetzt die Austrian Airlines, die hat nämlich jetzt auch ihr Flugzeug vorgestellt, und zwar Yes to Europe. Und zwar heute, da ist es, so sieht der Flieger aus, eigentlich ganz hübsch, der Neo. Das ist die Lima Zulu Oscar, und die ist jetzt halt wirklich so, dass die seit heute als Botschafter der europäischen Einheit Wien mit dem Rest von Europa verbindet. Und der A320, der halt jetzt diese Beklebung hat für mehrere Monate, fliegt auch lustigerweise nach London, wie der Lufthansa-Konzern ja auch mit der eigenen Maschine, oder die Lufthansa mit der eigenen Maschine Yes to Europe macht. Ich finde es persönlich amüsant und lustig, dass man den Briten erklärt, wie es ist. Ich denke mal, dass die am 13. Mai 2024 alle Flugzeuge, wenn sie zusammen sind, euch auch nochmal ein Bild schicken werden, in Form von mir schicken, ich zeig's euch. Also insofern Yes to Europe bei der Brussels, bei der Lufthansa, bei der Swiss und bei der Austria. Die beiden haben wir schon, also fehlen noch zwei. Würde aber genauso aussehen, wahrscheinlich in den Brussels Schriftzug, in dem Swiss Schriftzug und dann das Sternchen drum. Finde ich auch lustig. Jetzt haben wir ein eher unlustiges Problem, und das ist bei der Qantas. Und da gibt es halt Leute, die haben auf X Folgendes gepostet, und dann könnt ihr das auch selber sehen. Da seht ihr das Ganze, dass man da halt sagt, good luck to anyone on a Qantas flight today. Und da ist es halt so, dass er auf seinem Handy eines von jemand anderen seinen Frequent Flyer Account gesehen hat. Und das ist natürlich relativ uncool, und das ist dann eine Shitshow. Und auch der andere hat dann andere Daten bekommen. Und so um 9 Uhr morgens wurde das reportet, und das ist natürlich ein Sicherheitsproblem. Und Qantas hat dann direkt gesagt, man ist investigativ unterwegs. Und das ist dann natürlich auch so. Das war also alles heute am 1. Mai. Ich gucke, hier habt ihr das andere Bild. Warte, ich mache das mal weg. Wo haben wir es? Da ist es weg. Zack. Und da seht ihr das dann auch mit der Antwort von Qantas. Qantas ist die Geschichte am Untersuchen, und es gibt da noch keine Lösung. Spannend ist natürlich, dass das für Scammer dann ein riesen Einfallstor wieder ist. Also ich verstehe halt die Firmen nicht, die da nicht in Sicherheit investieren. Also da großes Kopfschütteln bei mir. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, die Frage des Tages zu beantworten, ob das wirklich mit der Lufthansa ITA-Übernahme in trockenen Tüchern ist im Sommer. Und dann geht es natürlich noch weiter mit der zweiten Frage, ob da Carsten S. aus M. natürlich zu Recht in Seattle den Vorstand der Boeing sehen möchte oder nicht. Also da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Ich habe gleich einen Call. Ich muss noch die zweite Sendung innerhalb von 20 Minuten aufnehmen. Also insofern beeile ich mich. Ich danke euch, dass ihr heute da wart. Die 20 Minuten schaffe ich heute nicht ganz, aber 18:30 ist ja auch schon mal cool. Also der Abspann für euch, und bei Sorgen, Ängsten, Nöten, ihr könnt diese Nummer natürlich nochmal wählen und euch bei mir melden, wenn ihr amerikanische Kreditkarten haben wollt oder wenn ihr meinen Mittwoch feststellt, dass ihr vielleicht die BA-Karte haben wollt, weil ihr im USA ein Status-Match ist. Ne? Also, bis dann. Ciao. Thank you.